Die Interviews gingen leicht von der Hand. Bayern 04 kann auch anders und gewann ohne großes Spektakel, aber souverän und konsequent mit 2:0 gegen St. Petersburg. Mit 6 Punkten führt Leverkusen nun in der Gruppe C der Champions League. Ich denke, in der ersten Halbzeit steht es natürlich noch 0-0 und wir haben aber die ganze Zeit ein sehr gutes Spiel auch noch hinten gemacht. Defensiv standen wir sehr gut, haben die Zweikämpfe angenommen und denke ich dann auch verdient gewonnen und ja, offensiv unsere Chancen genutzt. Dass das Spiel natürlich ganz, ganz schwer wird, das wussten wir, bei St. Petersburg ist eine hervorragende Mannschaft, die vor allem offensiv da ihre Körner haben und da mussten wir natürlich Geduld aufbringen. Wir haben jetzt nicht die hundertprozentigen Torchancen gehabt, aber wir standen sehr gut. Wir haben mit Leidenschaft da gearbeitet, jedem geholfen. Und dann kamen die Tore auch. Und so, glaube ich, haben wir auch den Vorsprung verteidigt. Und jeder hat, glaube ich, gesehen, dass wir diesen Sieg unbedingt wollten. Wir haben auch so Selbstbewusstsein. Wir wissen, was wir können. Wir wissen, wie gut wir in dem System schon spielen. Wir wissen aber auch, wir müssen dieses System noch verbessern, auf die nächste Stufe bringen. Klar, sind uns ab und an Fehler passiert in der Bundesliga, die versuchen wir abzustellen. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns die Spiele genau anschauen, dann sieht man eigentlich schon, dass wir immer richtig gute Spiele geliefert haben. Nur, dass wir uns nicht belohnt haben. Heute haben wir uns belohnt und da sind wir glücklich. Leverkusen zeigt eine bisher ungewohnte Fähigkeit. Ohne wildes Anrennen kontrollierte Bayer das Geschehen. Auch durch den Platzverweis von Wendell geriet nichts aus den Fugen. Ich glaube, das war klar, dass das heute ein sehr wichtiges Spiel für uns ist. Heimspiel, wie Sie sagen, im Halte danach ist die Hälfte der Gruppenphase schon rum. Und ich glaube, wir haben es selber in der Hand. Also das ist das Wichtige, die wichtige Erkenntnis heute, dass wir natürlich Erster sind. Das spielt jetzt noch keine so große Rolle nach 3 Spielen, aber dass wir jetzt nicht so extrem unter Druck sind im Rückspiel gegen Zenit. Und natürlich, wenn man jetzt die 3 Spiele sieht, glaube ich, dürfen wir, ohne überheblich zu sein, uns dann doch große Hoffnung machen, dass wir auch das schaffen können, als einen der ersten beiden Plätze zu belegen. Wir haben jetzt 3 Spiele gehabt in der Champions League und ich denke, dass die 3 Punkte uns sehr gut tun. Und von daher müssen wir das aber, wie gesagt, auch positiv so schnell wie möglich wieder verarbeiten. Und Samstag steht ein wichtiges Spiel an gegen Schalke. Samstag ist Bundesliga, da müssen wir wieder Vollgas geben. Ganz klar, wir haben 3 Spiele jetzt unentschieden gespielt und wichtig wäre natürlich ein Dreier. Aber wie gesagt, wir gehen dahin, geben Vollgas und wollen natürlich 3 Punkte. In der Champions League hat Bayer alles selbst in der Hand, steht nicht mehr unter Druck. Und nun folgt das Liga-Topspiel gegen Schalke. Die Stimmung in Leverkusen steigt.